Hallo, ich freue mich, dass ich wieder mal auf diesem Kanal zu Ihnen sprechen kann, denn ich habe in letzter Zeit einiges erlebt, über das ich Sie informieren möchte. Wie Sie wissen, bin ich als Vollzeitrentner nach wie vor vollkommen ungeeignet und arbeite einen Tag in der Woche in der Praxis. Es wurde sehr spät und ich fuhr mit dem Linienbus nach Hause und ich habe beobachtet, dass 80% der Fahrgäste mit dem Kopf nach unten schauten. Warum wohl? Sie waren mit ihrem Handy beschäftigt. In dem Bus beobachtete ich, wie ein Kind, ich schätze 4, höchstens 5 Jahre, schrie, jammerte, weinte, heulte und an dem Mantel der Mutter ständig zupfte und zog, also um Aufmerksamkeit bettelte. Die Mutter reagierte nicht, denn ihr Handy war wichtiger. Die Mutter war tief beleidigt, als ich sie fragte, ob sie weiß, dass es sich bei diesem Kind um ihr Kind handelt. Neben mir saß ein Junge von 10 Jahren und drückte aufgeregt auf seinem Handy. Ich fragte ihn höflich, ob er mir das Spiel erklären kann. Er sagte, ich bin der Soldat und mit meinem Maschinengewehr versuche ich, den Feind auf der Flucht zu erschießen. Je schneller ich es schaffe, umso eher erreiche ich das nächste Level. Ich erinnerte mich an meine Kindheit in einem Dorf zwischen dem Siegerland und Westerwald. Der Ort heißt Dermbach bei Herdorf, falls es jemand kennt, was ich nicht glaube. Den Krieg spielten wir damals nicht auf dem Handy, sondern im Wald mit Pfeil und Bogen, die wir uns selbst gebastelt hatten. Wir kletterten auf Bäume, versteckten uns in Büsche, wir liefen barfuß über die Wiesen, wir stauten Bäche. Und nachdem die Schulaufgaben fertig waren, trafen wir uns auf dem Bolzplatz und spielten Fußball. War der Ball im Nachbarsgarten, mussten wir oft lange warten, bis wir ihn wiederbekamen. Wir prügelten und versöhnten uns. Blaue Flecken und Verstauchung waren bei uns vollkommen normal. Dafür brauchten wir keinen Arzt. Omas Umschläge halfen schnell und waren genial. Milch gab es damals nicht aus der Tüte, sondern ich holte sie mit der Milchkanne direkt beim Bauern. Diese Milch war nicht ultra hoch erhitzt, sondern sie war frisch direkt von der Kuh. Und wir kannten die Kühe im Stall und wir wussten, dass die Kuh nicht Milka heißt, Und auch keine lila Farbe hat. Ich fütterte die Hühner, ich half bei der Kartoffelernte, ich hackte Holz für den Winter. Wir hatten damals, ich bin 1949 geboren, also es war die Zeit, meine Kindheit war von 1955 bis 1965. Wir hatten damals kein Internet, aber wir hatten echte Freunde. Ich frage mich heute, wie wir in dieser Zeit, in meiner Kindheit, es ohne Handy, Internet, Facebook, WLAN, USB-Stick, Flatrate, WhatsApp und so weiter auskommen konnten und wie wir das überhaupt überlebt haben. Aber wir hatten eine fantastische Alternative. Wir hatten Bücher. Durch das Lesen schulten wir unsere Fantasie, unsere Konzentration und Kreativität. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin nicht gegen den Fortschritt, aber ich bin gegen den falschen Umgang mit dem Fortschritt. Ich lebe auch nicht in der Vergangenheit. Die Vergangenheit ist vorbei, sie kommt nicht zurück. Die wichtigste Zeit ist die Gegenwart, also der Augenblick, denn die Entscheidung, die Sie jetzt treffen, bestimmt Ihre Zukunft.
positiv wie negativ. Wir hatten auch damals keine Milchschnitte. Hanuta kannten wir nicht. Hatten wir Hunger, hatte ich Hunger, dann zog ich eine Karotte aus dem Garten, machte diese sauber mit Gas und knapperte mit Genuss. Samstags gab es den kräftigen Gemüseeintopf aus dem Garten und nur sonntags, wenn wir Glück hatten, gab es Fleisch. Und das war Energie und keine Chemie, denn Chemie tötet die Hirnzellen. Denn wenn dem Gehirn der Treibstoff fehlt, dann fehlt auch die Konzentration für die Schule. Eine Lehrerin einer Grundschule, die ich zurzeit in der Praxis behandle, erzählte mir, in den ersten 20 Minuten muss ich bei Mathematik alles erklärt haben, so viel wie möglich. Denn danach lässt ihre Konzentration nach, sie schauen durch mich hindurch. Ihre Aufmerksamkeit ist erschöpft. Und diese Lehrerin stellte fest, dass 70% der Kinder ohne Frühstück in die Schule kommen. Oder sie haben Salzstangen und Chips. Die Lehrerin wurde aktiv und organisierte für ihre Klasse zu Schulbeginn eine Kiste mit Bananen, Vollkornzucker, Gurkenscheiben, Vollkornschnitten, die nach Belieben belegt werden können. Und sie stellte nach einer gewissen Zeit fest, dass die Konzentration und die schulischen Leistungen deutlich besser wurde. Das Projekt Ernährung wurde an ihrer Schule nun mit System organisiert. Die Schauspielerin Uschi Glas gründete in München die Aktion Brotzeit, weil sie feststellte, dass über 4000 Schüler im reichen München hungrig zur Schule kommen. Sie beschloss, etwas zu tun und sie sammelte Spenden nach dem Motto: Unsere Kinder in München sollen nicht hungern. Eine Notfallbox, die an jede Klasse täglich hingestellt wird und verteilt wird, enthält 3 Packungen Zwieback, 6 Packungen Butterkekse, 3 Packungen Knäckebrot, 9 Packungen Milchgetränk und 30 Packungen Müsli-Riegel, um den Hunger zu stillen. Das, was Sie jetzt gerade von mir hörten, das hört man doch von der Welthungerhilfe. Das erwarte ich im Senegal, im Kongo oder auf den Philippinen, aber doch nicht im reichen München. Ich stelle den Antrag, dass der Verteidigungshaushalt um 0,5% gekürzt wird, um davon eine kostenlose, energiereiche Schulspeisung in unserem Land zu organisieren. Eine Investition in die Bildung unserer Kinder ist doch wichtiger als eine Investition in Panzer, von denen die meisten doch sowieso nicht laufen. Ich kenne mich aus. Ich war dabei. Ja, nochmal über meine Kindheit. Um unsere Frauen und Mütter zu achten, brauchten wir damals keine gendergerechte Sprache. Eine Minderheit in unserem Land versucht, eine deutliche Mehrheit zu einer neuen Form des Schreibens und des Sprechens zu zwingen. Die abendlichen Genderversuche unserer Nachrichtensprecher, die bereiten mir Schmerzen. Ich schalte entweder aus oder ich schalte um. Ich habe keine Lust auf eine Sprache Querstrich in mit Sternchen, Doppelpunkt oder Querstrich. Seit 35 Jahren schreibe ich an meine Patienten. Und hier ist das neueste Heft, was ich geschrieben habe, Hör auf dein Herz, ich will nichts verkaufen. Und hier schreibe ich seit 35 Jahren an meine Patienten. Und was soll ich Ihnen sagen? Die größte Zustimmung erhalte ich von den Frauen. Petra Gerster vom Heute-Journal hat ein dickes Buch geschrieben und uns erklärt, wie wichtig eine gendergerechte Sprache ist. Ja, geht es eigentlich noch? Haben wir in unserem Land keine anderen Probleme? Ich hatte gestern eine Patientin, eine Rentnerin, 65 Jahre.
Sie hat 43 Jahre Vollzeit in einem Hotel gearbeitet und zwei Kinder großgezogen. Sie zeigte mir ihren Rentenbescheid. Ich wollte es nicht glauben. 968 Euro Rente für 43 Arbeitsjahre in Vollzeit. Ja, geht's eigentlich noch? Sie ist auf dem gleichen Niveau wie jemand, der 43 Jahre nicht gearbeitet hat. Aber auf dem Amt gab mir ihr den Hinweis, sie ist berechtigt für einen Sozialschein, um sich bei der Tafel anzustellen. Wenn eine Bäckereiverkäuferin morgens um 5 Uhr aufsteht und um 6 Uhr in der Bäckerei den Ofen anmacht und bis 7 Uhr Brötchen schmiert, damit die ersten Kunden um 7 Uhr für die Arbeit ihre belegten Brötchen bekommen können, und das für 1.146 Euro im Monat. Ja, sie muss doch deutlich mehr Geld bekommen als jemand, der sich um 8 Uhr im Bett noch rumdreht und sich auf die andere Seite legt. Als ich das jemand sagte, einem Patient vor mir, der gehört zur linken Fraktion, zur Partei des Sozialismus, sagte er zu mir, das, was Sie hier erzählen, das fördert in unserem Land den Sozialneid. Ja, geht's eigentlich noch? Das hat doch nichts mit Sozialneid zu tun. Es geht um Gerechtigkeit, Motivation und Wertschätzung einer Arbeits- und einer Lebensleistung. Es geht um Respekt für ehrliche Arbeit. Wo soll denn die Motivation herkommen, um aufzustehen und sich um Arbeit zu bemühen, wenn sich das finanziell überhaupt nicht mehr rechnet? Also, die Partei der Linke, die Partei des Sozialismus, versucht uns zu erklären, dass wir es in unserem Land viel schöner hätten, wenn diese Partei an die Regierung kommen könnte. Also bevor sie das tun, sollte doch diese Partei mal bei sich selbst anfangen und sich selbst erklären, warum 95% der Menschen sie bei der letzten Bundestagswahl nicht gewählt hat. Also das stand jetzt nicht in meinem Konzept. Ich habe mein Konzept völlig verlassen. Es fiel mir plötzlich ein. Scheinbar musste es raus. Ja, jetzt fällt mir wieder was ein. Vor ein paar Wochen spielte doch Borussia Dortmund gegen Glasgow Rangers um den Europapokal. Vor Spielbeginn gingen beide Spieler, Mannschaften auf die Knie für Black Lives Matters. Selbstverständlich, ich bin auch gegen Rassismus. Das ist höchst unanständig und niveaulos, das ist selbstverständlich. Aber für mich gibt es zwei Gründe, um auf die Knie zu gehen. Erstens, während des Gottesdienstes oder während des Gebetes aus Ehrfurcht vor Gott. Oder zweitens, wenn wir unseren Frauen den Antrag machen. Wenn man Arthrose in beiden Knien hat, dann hat die Partnerin sicher Verständnis, wenn sie den Antrag im Stehen machen. Und jetzt komme ich aber doch zum Schluss, bevor ich noch mehr ausweiche. Liebe Kinder, um euch ging es mir in diesem Vortrag. Geht öfters raus an die frische Luft und lasst das Handy in eurem Zimmer und schaut mal nach oben, dann seht ihr die Sonne und ihr seht die schöne Natur. Und atmet tief durch und dann fließt die Energie bis in die Haarspitzen. Dann könnt ihr euch auch in der Schule besser konzentrieren. Also, wenn ich meine Kindheit vergleiche, dann wird mir heute klar, auch ohne Handy, meine Zeit war wunderbar. Schönen Dank. Bis zum nächsten Mal, wenn mir wieder was einfällt.